Oh weh, hier ist ein Vogel drin. Scheiße. Ja, Hammer. Das nenne ich mal Großküche. Das sieht halt nicht mehr so original aus. Da hinten steht noch ein Fernseher drin. Jetzt sind wir hier auf der Dachterrasse, oder? Hier saßen dann die Sprechstundenhilfen von 1997. Los geht's, Vollgas. Schon ganz schön riesig das Gelände. Moin Moin Leute, grüßt euch, da ist wieder der Onkel David, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir stehen heute höchstwahrscheinlich vor einem Krankenhaus oder Hotel oder irgendwie Kurhotel, weiß ich noch nicht genau. Finden wir vielleicht zusammen raus, wenn ihr da Bock drauf habt, dann kommt mit, nicht abschalten. Let's go! Und los geht's! Muss man gleich mal über Massen an Schränken laufen. Aber wir haben noch so alte Ledersessel da stehen. Das schaut schon wieder irgendwie genial aus. Und hier war die Anmeldung von diesem, was war denn das? Krankenhaus? Nee, Krankenhaus, ja. Von diesem Krankenhaus, ja. So, hallo, ich würde gern zum Onkel David. Ah, ist schon entlassen worden, okay. Das ist wie in einem Hotel, da waren bestimmt mal irgendwelche Schlüssel gehangen. Hier muss man schlank sein. Das ist ja schon wieder Wahnsinn, was allein in diesem Raum noch ist. Krass. Kuriergepäck. Gerhard, das war ein Hotel. Hier? Wo bist du? Guck. Hotel. Nee, drüben steht Klinikum. Da habe ich einen Zettel gefunden mit Klinikum. Echt? Ja. Ja, alles noch voll. Also hier steht mal Hotel, aber es soll eine Klinik gewesen sein. Verstehe jetzt irgendwie nicht ganz, aber vielleicht finden wir es raus zusammen. Filmbox, Kalorientabelle, Blutdruck. So, dann verschwinden wir mal hier entlang, hinter dieser Anmeldung. Da haben wir ja eine Art Büro. Da ist auch noch eine Schreibmaschine, eine alte. Aber kaputt. Und auch wieder noch richtig viel da. Noch ein Haufen Bettzeug, ein kleiner Schrank. Ja, gehen wir den Weg mal hier entlang und schaut mal, wie lang der ist. Ja, wieder Büro, wieder Schreibmaschine. Hier haben wir auch mal noch einen Kalender. Gucken wir mal, von wann der ist. Von 1997. Wieder großes Büro. Und auch 97. Gehen wir mal davon aus, dass das hier 97 geschlossen hat. Hier haben wir auch noch irgend so ein... Ja, so ein Farbband von der Schreibmaschine. Massen an Unterlagen hier auf dem Boden wieder. Müsste es Lohnbüro gewesen sein. Information für andere, Programm, Lohn und Gehaltsabrechnung. Boah Leute, das Ding ist riesig. Hier sind wir bestimmt ewig drin. Krass. Und da steht sogar noch ein PC. Was davon übrig geblieben ist. Ja gut, Monitor. Aber das sehen wir das halt auch mal. War nicht allzu viel drin, ne? Hier waren dann überall Akten drin. Konnte man hoch und runter machen. Geht jetzt aber nicht mehr. Hier haben wir einen großen Raum. Der leer ist. Oh weia. Ja, aber das sieht schon aus wie so Krankenhaustüren hier. Wird jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das Hoteltüren sind. Ja, wir gucken jetzt uns mal hier so. Ja, aber das sieht... Nee, also das ist komisch.
Das ist doch kein Krankenhausbett. Das ist doch Hotel. Oh, Alter, die Waldfee, was ist denn da passiert? Das ist ja ein richtiges Gruselbad. Ja, das sind die Kleiderschränke noch. Die schauen ja eigentlich ganz gut aus, bis auf den Schimmel. Was mich wieder fasziniert, die Lampe haben sie ganz gelassen. Gerhard, das war hier ein Hotel. Das sind doch Hotelbetten und keine Krankenhausbetten. Zimmer. Jesse sagt, das ist Krankenhaus. Das ist kein Krankenhaus. Ja, wenn man die Betten sieht, nicht. Ne? Aber und vorne stand ja auf dem Zettel auch Hotel. Komisch, komisch. Ja, jetzt gucken wir nochmal in das Zimmer rein. Die werden sich eh alle ähneln. Da haben wir auch noch einen Nokia-Fernseher. Ich wusste gar nicht, dass Nokia auch Röhrenfernseher gebaut hat. Ja, aber das ist definitiv ein Hotelzimmer und kein Krankenhauszimmer, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, bitte. Aber der Gang, der ist schon fast endlos. Ja gut, die Zimmer, die ähneln sich hier alle. Ja, gucken wir halt hier nochmal rein. Aber ihr seht selbst, es war mal schön. Vor allem hier auf dem Balkon. Können wir mal schnell rausgehen. Also der Blick ist schon mal genial, oder? Da war gerade ein Bauer und hat Krach gemacht. Der hat mich bestimmt gehört. Oh, hier kommen wir jetzt in den großen Raum. Wow. Was war denn das hier mal? Da hinten steht noch ein Fernseher drin. Vielleicht war das hier so eine Art Fernseher-Gemeinschaftsraum. Auf jeden Fall schaut das hier cool aus. Und auch hier können wir mal uns das Innenleben anschauen. Cool. Und die Vorhänge hängen sogar noch. Aber schaut schon irgendwie cool aus. Notausgang, okay. Wow. Das ist ja mal ein stylisches Sofa, oder? Oder ist das so ein Schlafbett? Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht hier das richtige Bett. Okay, hier ist leer. Aber hier kann man noch ein bisschen von dem einstigen Charme ja, sehen. Also die Tapete hat wieder was. Finde ich wieder mega cool. Und hier gibt es auch noch ein Zimmer mit so einem coolen alten Schreibtisch. Ja, hat wieder was, ne? Das Mobiliar hier. Oh, das Bett schön eingepasst hier hinten. Schaut echt gut aus. Da unten in dem Fach war bestimmt mal ein Radiowecker oder sowas. Das hat was. Das sieht irgendwie genial aus. Auch noch ein Bett. Ja, da oben war bestimmt der Fernseher mal drauf. Und auch hier hat man einen schönen Blick vom Balkon in den Wald gehabt. Ja, ich bin immer noch am Rätseln, was das hier ist. Für mich sieht das ja, fast 100% nach Hotel aus und nicht nach Krankenhaus. Ne? Ich glaube, ich muss nachher die Jessie nochmal fragen. So, gehen wir nochmal ein Stockwerk hoch. Ich laufe die ganze Woche nicht so viel Treppen wie hier. Ja, ist auch identisch aufgebaut hier. Genau, gleiche Raum wie hier unten. Ja, identischer Aufbau. Jetzt gehen wir mal ganz hoch.
Gerhard, warum nehmen wir nicht einen Fahrstuhl? Weil der Arzt nicht hier ist. Oh, Scheiße. Ja, Hammer. Jetzt sind wir hier auf der Dachterrasse, oder? Ja. Was für ein Ausblick. Wie geil ist das bitte? Wow. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht, aber da hinten steht die Jessie gerade. Aber das ist schon mega geil. Das hat sich gelohnt. Ja, jetzt sehen wir das von hier oben auch noch. Ist schon ganz schön riesig, das Gelände. Ja, wo ich euch gerade gezeigt habe, die Zimmer haben wir uns ja im Erdgeschoss alle angeschaut. Die ähneln sich alle. Die habe ich jetzt nicht alle einzeln gefilmt. Auf jeden Fall hier oben ist schon cool. Leute, hier geht's abwärts. Und ab geht's. Jetzt müssen wir mal irgendwo darüber. Ja, wir sind jetzt gerade hier von der Aussichtsplattform wieder rein und haben gesehen, dass hier der Fahrstuhlmotor drin ist in diesem Raum. Den gucken wir uns jetzt auch noch an. Ja, hier war mal ein bisschen Kabelbrand. Das sieht halt nicht mehr so original aus. Und wenn wir da lang laufen und einmal kurz ums Eck, kommen wir hier direkt auf einen großen Schaltschrank und da ist der Aufzugsmotor. Ist ja auch schon ein gewaltiges Drum. Ja? Und da geht's in die Dunkelheit. Oh, weia. Oh, lala. Die war wahrscheinlich Küche. Ja, in dem Fall gucken wir doch mal hier entlang. Und schauen wir mal, ob wir irgendwie von hinten reinkommen. Wow, das sieht schon spooky aus. So, dann gehen wir mal in die Küche. Und hoho, hier ist ja noch ein bisschen was da. Irgendwelche Kanister noch. Hier riecht es ein bisschen streng. Und Staubi. Okay. Leerer Raum. Jetzt sind wir schlauer, oder? Aufenthaltsraum, Nichtraucher. Ja, aber hier muss mal Art Küche gewesen sein. Hier fangen ja diese Edelstahl-Tischler an. Dann haben wir auch noch sowas in der Art. Oh ja, hier mal einen dicken Backofen. Ja, Wahnsinn, das Ding ist doch auch schon uralt. Küppersbusch. Und so eine alte, richtig alte Küche. Ein Teigrührer, oder? Ja, könnte Teigrührer sein. Holala. Ja, Hammer. Das nenne ich mal Großküche. Ja, ist das Wahnsinn. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Boah, ist das krass. Schmalhofer Lufttechnik. Die Dunstabzugshauben, die sind aber auch riesig. Und da hinten saß bestimmt der Chefkoch drin.
den Küchenchef seinen Stuhl. So, wo sind wir denn jetzt? Gerhard, geil, komm mal her. Boah, hier ist ja noch eine Bar. Boah, ist das urig. Jetzt gehe ich aber sowas von feiern. Das hätte ich nie gedacht. Gerhard, ich glaube, hier hinten ist der Fitnessbereich. Guck mal doch da gleich mal hin. Nee, keine Ahnung, was das hier war. Auf jeden Fall schön Licht durchflutet mal. So, jetzt habe ich mal kurz eine Minute. Also, ich glaube nicht, dass das ein Hotel war. Ich glaube aber auch nicht, dass das ein reines Krankenhaus war. Was es meiner Meinung nach gewesen sein könnte, ein Kurhotel. Weil ich kenne das, mein Stiefdad, der war damals auch in einem ähnlichen Kurhotel. Die Zimmer, die sahen fast identisch aus. Und man hat halt dann ab und zu so Anwendungen, geht schwimmen und Muskelaufbau und sowas. Das könnte ich mir hier schon eher vorstellen. Also reines Krankenhaus nicht, reines Hotel glaube ich auch nicht. Ha, noch ein Solarium. Ja, geil. Ein Dr. Kern. Ja, das hat einen Doktortitel, das Solarium. Das hat auch nicht jedes, ne? Auf jeden Fall haben wir hier einen Hometrainer. Ja, bisschen neueres Modell schon. Und da konnte man dann auch noch ein bisschen was einstellen. Tüt, tüt, tüt. Peng. Los geht's. Vollgas. Ja, wo gehen wir denn jetzt zuerst lang? Ja, an dem Baum vorbei. Das sieht natürlich auch richtig genial aus, oder? Fumm. Und da hinten haben wir jetzt, glaube ich, eine Krankenliege. Ja, hier hat man dann wahrscheinlich Anwendungen gehabt. Das sind ja so therapeutische Liegen. Da ist leer. Ja, hier haben wir auch noch so eine Liege. Und hier gleich zwei. Und da haben wir auch noch, ja, ich würde jetzt mal vermuten, dass das hier eine Art Wärmelampe war. Ja, das war dann hier so eine Wärmelampe. Die hat man dann auf die jeweilige Körperregion ausgerichtet und hat die schön mit Wärme zugeballert, dass die jeweiligen Stellen dann bestrahlt werden und der Schmerz nachlässt, vermute ich jetzt mal. Reha-Fit, genau. So liege ich doch gar nicht so falsch mit meiner Vermutung, dass das so ein Kurhotel war. Hier ist Nummer 5 und Nummer 6. Oh, was haben wir denn hier noch? Das sieht doch auch wieder interessant aus, ne? Was ist denn das hier? So, wer sich da jetzt auskennt, rein in die Kommentare damit bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das für ein Gerät hier sein soll. Wer schon mal einen Feuerlöscher von innen sehen wollte, der hat hier jetzt die Gelegenheit dafür. So, weiter geht's auf der Reise. Und hier haben wir so medizinische Badewand. Da konnte man auch jeweilige Körperregionen bestrahlen mit, glaub, ja, keine Ahnung, irgendwas. Bin ja jetzt kein Doc oder kein ausgebildeter Helfer hier. Auf jeden Fall haben ja diese Platten hier bestimmt irgendeine Bedeutung. Weil die haben wir 6-mal. Und hier, wenn ihr das seht, haben wir auch 6-mal die Platten
hinten eine und hier vorne zwei. Also ich glaube, da ist irgendwas passiert. Da konnte man vielleicht ja ein bisschen Elektro durchjagen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht wisst ihr das ja. Zimmer Nummer 8 war also Badewanne. Zimmer 13. Keine Ahnung, hier gab es dann vielleicht das Moorbad. Also der Gang hier, der ist ja schon wieder richtig geil. Da ist nix. Da ist auch wieder nur so eine Badewanne. Kessel. Oh. Hier können wir uns umziehen. Das waren bestimmt die Umkleiden. Nee, Quark. Ja, hier ist auch wieder so eine Arztliege. Hat man bestimmt auch irgendwelche Anwendungen bekommen. Das Teil hier gefällt mir. Das gefällt mir. Der Gerhard meint, hier gibt es ein Schwimmbad. Tada! Wie geil. Wow. Ja, da sind die Fitnessgeräte. Die stehen da drin. Zumindest mal noch so ein Hometrainer. Ja, das hat schon eine gute Größe, würde ich sagen. Ne? Boah, jetzt habe ich gerade wieder richtig Bock auf Schwimmen gekriegt. Ein Glück, wird bald wieder Sommer und da freue ich mich auch schon wieder drauf. Raus ins Schwimmbad oder in irgendeinen See hüpfen. Freut ihr euch auch schon auf den Sommer, auf Baden gehen und wieder viel draußen sein? Dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Hier haben wir jetzt doch noch was entdeckt. Und zwar müsste das jetzt hier unten die Anmeldung für die einzelnen Ärzte sein. Weil hier hinten haben wir auch noch so ein Teil für Röntgenbilder. Glaub war das. Hier saßen dann die Sprechstundenhilfen. Und ja, hier war dann bestimmt ein kleiner Wartebereich. Hier auch. Hier stehen nämlich überall noch Stühle. Und das müssten dann die einzelnen Arztzimmer sein. Oh weh, hier ist ein Vogel drin. Scheiße. Den müssen wir retten. Gerhard! Schnell! Wir müssen Vogel retten. Hier ist ein Vogel drin. Hier. Halt mal. Wir müssen den irgendwie fangen. Der geht kaputt hier drin. Piep, piep, komm. Oh mein Gott. Fange. Mensch, ich will dir nur helfen. Vogelrand, der verreckt hier drin. Komm her. Fünfmal runterfallen und bist eh kaputt. Jetzt komm her. So, ich hoffe, wir haben ihn. Wir tun dir nichts, wir lassen dich jetzt frei, komm. Komm mit. Vogel gerettet. So, komm mit, Großer. Was machst du denn hier oben? Hm? Oh, Kerl. Da musst du hin. Da ist ein Loch. Da ist dein Lebensraum. Nicht hier drin. So. Mach's gut. Hättest du wenigstens mal Danke sagen können. Tja, und wieder eine gute Tat vollbracht, zusammen mit dem Gerhard. War das ein Eck, den Vogel jetzt zu fangen da drin? Brutal. Ja, hier haben wir jetzt den Vogel gerettet. Leute, entschuldigt, aber wir haben den nicht gekriegt. Ich habe die Gardine jetzt da oben runter gemacht, dass wir den Vogel retten können. Bitte nicht böse nehmen. Ja, und hier sind wir dann ja auch in so Arztbereichen.
Ja, es sind aber, glaub, auch irgendwelche Massagen hier gemacht worden. Das sind ja alles Kopfkissen hier und für unter die Füße. Ja, Liege, schöner Blick nach draußen. Ja, hier dasselbe, da ist auch noch so ein Stuhl und Tisch, Liege. Ja, Leute, ich habe jetzt hier erstmal genug gesehen. Ich werde jetzt aber nicht alles ins Video packen, weil das sprengt, glaubt, den Rahmen. Auf jeden Fall war es interessant zu sehen, allein wegen der Aussichtsplattform oben und dem Schwimmbad. War richtig cool. Und jetzt laufen wir mal hier schnell durch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen und ein Abo da. Würde ich mich riesig freuen. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut, euer Onkel David. Tschüss und ciao.